Arte, so habe ich das noch nie gesehen. Ihr Abend bei Arte. Sweet 16 und No Future. Ken Loach erzählt um 20.40 Uhr vom Londoner Drogenmilieu. Mit welchem Traumata russische Soldaten aus Tschetschenien zurückkehren, zeigt um 22.25 Uhr der Dokumentarfilm. Und um Mitternacht lassen wir den Tag noch einmal Revue passieren. In Arte Info. Vips geben Filmtipps bei Arte. Eine Szene, die so ein wirklicher Knackpunkt für mich war, ist der Besuch von Leim bei seiner Mutter im Gefängnis. Man hat so das Gefühl, na ja, das ist einfach einer von diesen Teenagern, die überhaupt keinen Bock zu irgendwas haben. Und dann gibt es den Moment, wo er alleine mit der Mutter am Tisch sitzt und plötzlich zeigt sich das erste Mal diese Figur, wie sehr er seine Mutter liebt. All das, was dann an dem Tisch passiert zwischen ihm und seiner Mutter, ist so viel intimer als alles, was der Lebensgefährte mit der Frau anstellt, dass man sich plötzlich anfängt, für diesen Jungen extrem zu interessieren. Obwohl die Welt, von der dieser Film erzählt, so fremd ist. Der Film ist reich und überraschend und ein wirkliches Erlebnis. Und ich finde, ihr solltet ihn euch angucken. Sweet 16 von Ken Loach. Montag um 20.40 Uhr bei Arte. So habe ich das noch nie gesehen. Auch Passivrauchen ist schädlich. Beratung zum Rauchausstieg unter rauchfrei-info.de und 0805 31 31 31. Montag. Selbstbewusst, natürlich, stark, rebellisch, neugierig, sinnlich. Kämpfen, lieben, erobern, revolutionieren, erfinden. Lola, das Magazin von Frauen für Frauen. Mit Frauen über Frauen. Lola mit Eni van de Maiklokjes. Montags um 9.30 Uhr und um 14 Uhr bei Arte. Montags bis Freitags. Lust auf kultivierte Entspannung? Schick, dann habe ich was für Sie. Auserlesene Speisen und Produkte. Ausgefallene private und öffentliche Räume. Angesagte Orte, Mode, interessante Menschen. Alles, was Körper, Geist und Seele gut tut. Das Lifestyle-Magazin mit Valentina Sauker. Es ist schick, nein? Montag bis Freitag um 10.50 Uhr, um 12.35 Uhr und um 16.45 Uhr bei Arte. Demnächst. Hollywood zu der Zeit, als unsere Geschichte beginnt. Marilyn ist einer der größten Stars des Jahrzehnts. Sie dreht am laufenden Band und das Publikum vergöttert sie. Dennoch ist sie unzufrieden. Sie hat das Gefühl, dass Hollywood ihre Weiterentwicklung bewusst verhindert und sie wie am Fließband arbeiten lässt. Das sind ihre eigenen Worte, wie am Fließband. Man teilt ihr nicht nur Rollen zu, ohne sie vorher zu fragen, sondern ignoriert sogar ganz bewusst ihre Wünsche. Während sie immer wieder die naive Blondine und das Mädchen mit den Kurven spielen muss, träumt sie davon, eine echte Schauspielerin zu werden. Arte, so habe ich das noch nie gesehen. Ihr Vormittag bei Arte. Um 8.35 Uhr gibt's Gedächtnistraining für wache Zeitgenossen. In MemoQuiz. Um 9.30 Uhr weiß Lola, welche Themen Frauen interessieren. Und vielleicht auch einige Männer.
Und um 10 Uhr erfahren wir, wie man anderswo fernsieht. In Sepping International. Arte. Montag bis Freitag. Wo sind sie? Die Topmodels von morgen. Talentjägerin Jelena sucht sie in Osteuropa für eine der größten Agenturen der Welt. Blühende Hoffnungen, herbe Enttäuschungen und für nur ganz wenige schöne Aussichten in der Doku-Soap. Montag bis Freitag um 11.30 Uhr bei Arte. Heute Abend. Liam träumt von einer sauberen Zukunft. Doch was sind Träume wert in einer Welt voller Drogen und Gewalt? Sweet 16. Ein Film über bittere Realitäten. Erzählt von Ken Loach. Heute um 20.40 Uhr bei Arte. Habe ich das noch nie gesehen. Ihr Vormittag bei Arte. Schick ist, was gefällt. Um 10.50 Uhr führt uns Valentina Sauker durch die europäischen Metropolen. Die Models der Zukunft können wir um 11.35 Uhr bewundern in der Doku-Soap Mannequins. Und um 12.10 Uhr stehen Zucht und Ordnung auf dem Programm. In Arte Europa. Arte. Montags bis Freitags. Wunderwelten. Gehen Sie mit auf die Reise. Erkunden Sie ferne und noch fernere Länder. Begegnen Sie Kulturen aus allen Weltgegenden. Staunen Sie über die prächtige Vielfalt der Natur. Wunderwelten. Montag bis Freitag. Um 13.05 Uhr und um 18.05 Uhr. Bei Arte. Heute Abend. Sie tun, was sie nicht lassen können. Und wir schauen ganz gemütlich zu. Biber, Kaninchen, Bären, Heringe, Heuschrecken. Wir freuen uns auf tierisch spannende Geschichten. Heute um 19 Uhr bei Arte. Internet. Neugierig geworden? Mehr zu dieser Sendung erfahren Sie im Internet. Arte? So habe ich das noch nie gesehen. Ihr Mittagsmenü bei Arte. Zucht und Ordnung. Das steht um 12.10 Uhr auf dem Programm. Im Magazin Arte Europa. Tanzen, Kochen, Design. Um 12.35 Uhr ist im Lifestyle-Magazin Schick für jeden etwas dabei. Und Wunderwelten rät um 13.05 Uhr, bleib im Sattel, Cowboy. Gar nicht so einfach. Arte. Seit langem schicken die Menschen Botschaften in immer weitere Tiefen des Alls. Was würden Sie schicken, wenn Sie könnten? Ein Foto? Ein Lied? Einen Film? Eine Mail? Dank weitreichender Antennen wird Ihre Botschaft von einem Sonderprogramm namens Cosmic Connection abgeschickt. Nehmen Sie also mit den Außerirdischen Kontakt auf. Die kompletten Informationen gibt's auf arte-tv.com/cosmicconnection. Heute Abend. Diese Türen öffnen sich nur für Profis. Und für Arte. Rungis, der größte Frischwarenmarkt der Welt, bei Paris. Machen Sie mit bei der Jagd nach Spitzenerzeugnissen. Machen Sie sich ein Bild von einer ganz eigenen Welt. Und machen Sie sich eine schöne Zeit. Heute um 20.15 Uhr in der Doku-Soap. Sonntags und Dienstags. Man nehme eine Region aus Europa, füge die landestypische Küche hinzu und eine kräftige Portion Neugier für Land und Leute.
Mit diesem leckeren Rezept bitten wir Sie zu Tisch. Jeden Sonntag um 17.20 Uhr und jeden Dienstag um 14.30 Uhr bei Arte. Arte. So habe ich das noch nie gesehen. Ihr Mittagsmenü bei Arte. Um 12.35 Uhr streifen wir durch die Welt des guten Geschmacks. Im Lifestyle-Magazin Schick. Um 13.05 Uhr sind wir bei einem wilden Rodeo in einer brasilianischen Kleinstadt dabei. In Wunderwelten. Und um 14 Uhr sagen alkoholkranke Frauen der Flasche Ade. In Lola. Arte. Mittwochs und freitags. Kurz. Aktuell. Innovativ. International. Hintergründig. Die Kurzfilmszene trifft sich in Kurzschluss. Mittwochs um 1 Uhr und freitags um 14.30 Uhr bei Arte. Ist sie nicht süß, die Kleine? Oh ja, ein Äpfelchen, gerade reif zum Vernaschen. Auf die setzen wir den Vicomte de Valmont an. Denn im Vernaschen kennt der sich aus. Valmont von Milos Forman. Donnerstag um 20.40 Uhr bei Arte. Die nächste. Lokos Vater baute vor fast drei Jahrzehnten den ersten Kugellagerkarren an der Linie. Loco selbst hat ihn auf der ersten Fahrt vom Pass hinuntergelenkt. Er liebt die rasanten Abfahrten. Die Abfahrt mit unserem Kugellagerwagen ist etwas ganz anderes, als etwa mit einem Auto darunter zu fahren. Hier spürt man die Straße. Hier lebt man die Straße. Hier lebt man die Leidenschaft für die Straße und für die Geschwindigkeit. Gut 10 Kilometer bis auf etwa 2300 Höhenmeter geht es hinunter zum Patio Bonito, dem schönen Platz. Hier ist die Basisstation der Balineros und die letzte Raststelle für Fernfahrer an der Ostseite der Linie. Arte, so habe ich das noch nie gesehen. Ihr Nachmittag bei Arte. Wie unterscheidet sich Alkoholismus bei Frauen und Männern? Um 14 Uhr erfahren wir mehr in Lola. Die Filmstudios in Babelsberg sind legendär. Um 14.30 Uhr sehen wir uns dort um. Und alles über Glenn Gould erfahren wir um 15 Uhr im Dokumentarfilm Jenseits der Zeit. Arte. Dienstags und Mittwochs. Wir wissen nicht, was Ihr Arzt oder Apotheker empfiehlt. Wir empfehlen Ihnen Hippokrates, Artes Gesundheitsmagazin. Dienstag um 14 Uhr und Mittwoch um 12.10 Uhr. Mittwoch. That's me. Heute ist er über 90. Damals war er 20 und homosexuell. Damals im Deutschland der 30er. Damals, als die Nazis Homosexuelle verfolgten und deportierten. Paragraph 175, ein Dokumentarfilm. Mittwoch um 20.40 Uhr bei Arte. Zusätzliche Infos zu diesem Programm bekommen Sie im Internet. So habe ich das noch nie gesehen.
Ihr Programm bei Arte. Die Serengeti ist ein Paradies in der Wildnis. Um 17.20 Uhr klopfen wir dort an. In Indonesien nehmen manche Familien eine Echse als Kind an. Warum, weiß um 18.05 Uhr Wunderwelten. Und um 19 Uhr rückt das gar nicht so harmlose Kaninchen ins Zentrum. In der Doku-Reihe. Arte. Mittwoch. Ihr seid jung, ihr habt Power, ihr habt Visionen. Ihr lebt überall in Europa. Was könnt ihr bewegen? Was wollt ihr bewegen? Was treibt euch um? Und was macht euch einfach nur Spaß? Das Magazin Absolut weiß Bescheid. Absolut ist Woche für Woche on the road. Mittwochs um 14 Uhr bei Arte. Samstag. Sedan. Magdeburg. Wien. Leipzig. Vier große Schlachten aus vier Jahrhunderten, die unser Geschichtsbild noch immer prägen. Eine Dokumentarreihe führt sie uns noch einmal vor Augen. Teil 2, das Massaker von Magdeburg. Samstag um 20.40 Uhr bei Arte.